Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tales of Monkey Island. Mr. Winslow? Ja, Sir. Wir lassen uns natürlich wieder zurück zu unserem Körper. Würden Sie Körper den Knopf schicken? Bitte noch einmal drücken? Gewiss doch, Sir. Hallo. Ich bin wieder da. Keinen Schritt weiter oder ich knipse Ihnen eigenhändig das Licht aus. Geister sind eine Sache, aber... Ja, wir kennen das Ganze schon. Ich ergebe mich. Ich ergebe mich. Wirklich? Dankeschön. Wir überspringen das Ganze mal, damit es ein bisschen schneller geht. Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal gesehen. Mal sehen, wie Seelenkaugummi auf ein wenig Malzbier reagiert. Igitt, da werden unangenehme Erinnerungen wach. Hey, das ist wirklich lecker. Und es kribbelt und... Hey, nicht so laut da hinten. Wow, also das nenne ich Seelenkaugummi. Ja, okay. Offensichtlich, Nein, danke. Das ist Kaugummi ohne jeden Geschmack und kein Seelenkaugummi. Ach, und es war schon mal bei jemandem im Mund. Auf jeden Fall, sind wir wieder mit unserem Körper vereint. Hey, sieh an! Ein riesengroßes, rundes Loch in der Wand. Die Voodoo-Lady muss dadurch entkommen sein. Wie praktisch. Coole Sache, in Ordnung, wa? Toter Körper. Besorgen wir uns das Schwert von Kaflu, retten Elaine und erledigen LeChuck ein für alle Male. Hey, lass mich hier nicht allein. Komm schon, gib mir wenigstens einen Kaugummi. Tschüss, Bagein. Haha, da bin ich wieder, LeChuck. Mit meinem Malzbier-sicheren und nur ganz leicht vor sich hin rottenden Körper kann ich wieder alles berühren. Also mach dich darauf gefasst, berührt zu werden. Zu Tode! Scharf, spitz, tot. Endlich! Autsch! Pischel, das zwiebelt! Hahaha! Hältst du mich für einen Hans Wurst? Three what? Hans Wurst? Das Schwert ist jetzt so voller Dämonenmacht, um einen Gott damit zur Strecke zu bringen. Dachtest du, wir würden es zulassen, dass du es in deine sterblichen Finger kriegst? Mal im Ernst, wer sagt heute noch Hans Wurst? Mit nur einem Schlag könnte dieses Schwert deinen Körper für immer auslöschen. Schade, dass du mir so auf den Wecker gehen musstest. Ich wollte dich am Leben lassen, damit du Zeuge wirst, wie ich Elaine heirate. Ich hab's dir 100-mal gesagt, LeChuck. Ich bin bereits verheiratet. Ist das der Tod euch scheidet, Threepwood? Und um diesen Teil habe ich mich bereits gekümmert. Elaine, meine Liebe, bitte entledige uns dieser lästigen Leiche. Mit Vergnügen. Yikes. Elaine, meine Süße, nicht! Ich bin's doch! Was? Winslow! Gute Nachrichten, Sir! Ich habe die Karte gefunden! Mr. Winslow! Wie kannst du es wagen? Ich habe eine Hochzeit zu planen, ein Kleid auszusuchen, einen Empfang zu arrangieren und ein paar Brautjungfern zu meucheln! Ich habe keine Zeit für so einen Quatsch! Zur Hölle hat sie denn das Schwert daraus gezogen? Ich bin jetzt mächtiger, als ich es jemals als miese kleine Gouverneurin oder erbärmliche Piratin hätte sein können. Blöder Schwamm. Als du kleiner warst, hast du mir besser gefallen. Kleiner. Ich muss diesen Schwamm schrumpfen. Das ist ja zu köstlich. Glaubst du wirklich immer noch, du hättest eine Chance? Nur zu, zeig, was du kannst. Ich gebe dir sogar einen kleinen Vorsprung. Aber merk dir eins, egal wohin du dich verkrümelst, ich werde dich finden. Ha, 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 ha.
Natürlich. Hergehört, Schwamm. Es wird Zeit für dich abzunehmen. Ich habe immer noch den Fest der Sinnezauber bei mir. Ich muss nur jemanden finden, der mir dabei hilft, ihn umzukehren. Ich glaube, ich kenne da jemanden, der uns mit Zaubern helfen kann. Nicht wahr, Galeb? Hi, Galeb. Oh, ich grüße dich, Dreirad. Guybrush. Hab ich doch gesagt. Hier. Kannst du mir helfen, diesen Zauber umzukehren? Du sagtest, du seist ein Kenner des Okkulten, nicht wahr? Fest der Sinne. Achtest du auf dein Gewicht, Schweinebacke? Was? Nein, das ist nicht für mich. Es ist für... Keine Sorge, Carnivorous Wood. Ach komm schon, das klingt nicht mal wie Threepwood. Abzunehmen ist ganz leicht, wenn man strikt an die Schonkost hält. Hier, probier mal. Nein, ich brauche keine Diät. Ich... Schonkost der Sinne. Wie ein Schwamm versperren dir dicke Hüften und Waden die Sicht. Und sehen kannst du nicht. Selbst den kleinsten Mund kann das geflüsterte Wort betören. Ein Klang so winzig, man kann ihn kaum hören. Mit leichter Vorspeise wirst du dich wie ein König fühlen und treu bleibst du dir. Leicht wie eine Feder von einem halblebenden Vogeltier. Dein sechster Sinn ist voll von unerfüllten Schicksalen. Dieses Geheimnis hilft dir, den Gürtel enger zu schnallen. Kannst du den Nachtisch riechen? Neutralisiere den Geruch und lass ihn liechen. Essen, bei dem du nichts schmecken sollst, hilft dir dabei, dass du nicht bald durch die Gegend rollst. Nettes, kleines Gedicht. Ich glaube, wir wissen auch schon mal, wo wir den Anfang finden. Da war er gerade unten. Am Bild zu sehen. Nämlich mit dem Riechen. Old Brute. Für Piraten, die nicht baden. Vielleicht hilft das gegen diesen Leichenduft, der mir in die Nase steigt. Das sollte ja eigentlich schon mal klappen. Vielleicht finden wir sogar was unten am Grund des Meeres. Aufwärts geht's! Oh, ups. Das war eigentlich nicht geplant übrigens. Das war komplett aus Versehen. Ich wollte mir eigentlich nochmal den Helm angucken. Auch wenn ich glaube, dass wir diesen nicht brauchen. Man weiß nie. Man weiß nie. Wir sind in einem Adventure. Wir nehmen alles auf, was nicht nied- und nagelfest ist. Meistens. Sieht aus, als hätte Dekabas Helm es in einem Stück aus der Seekuh geschafft. Ob Dekaba selbst auch so viel Glück hatte? Nein, den will er nicht. Das Fischnetz. Vielleicht. Knochen einer Riesenseekuh. Unglaublich, wenn man bedenkt, dass meine Romanze à la Cyrano diesen trüben Gewässern Frieden gebracht hat. Auch wenn ich eigentlich aufs Fischnetz drücken würde. Ein Fischnetz, gewoben aus den feinsten Maschen. Sonst noch irgendwas, die wir bestimmt nicht... Buga Buga! Yeah. Okay, geil. Hallo? Ich dachte nur, es würde dich interessieren, dass Van Winslow just in diesem Moment einen Angriff auf LeChuck anführt. Oh, so viel Tapferkeit. Ich erwarte seine triumphale Rückkehr. Ich versuche, einen Voodoo-Zauber zusammenzustellen, um... Lass mich mit diesem Voodoo-Kram in Ruhe. Was, wenn LeChuck das spürt und direkt hierher geführt wird? Ich glaube, so funktioniert das nicht. Also ich gehe trotzdem auf Nummer sicher. Okay. Man sieht sich. Ich Pass auf dich auf. Ich wissen, was Winslow schreibt. Ich meine, bitte. Er spart mir dies und das. Aufwärts ich denke, geht's. Hier bin ich fertig. Ich habe jetzt nichts rumliegen sehen, was uns noch helfen könnte. Wow! Wo gehen wir denn als nächstes hin?
ist die gute alte Frage. Da glaube ich, muss ich erstmal nicht hin. Oder? Ich gehe einfach mal zur Schatzsucherinsel. Ich bin Skybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Okay, ich nehme an, mehr Schatz wird es nicht geben. Blöder, verfluchter, flüsternder Papagei. Na, dann schnappen wir uns halt wenigstens die Papageiche noch. Aha, jetzt habe ich euch, ihr winzig kleinen Papageien. Ich bin Skybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Ah, sie sind wie winzig kleine, nervtötende goldene Moskitos. Passiert. Wir sperren sie mal lieber in den Trinkbecher. Tut mir leid, Leute. Ich muss euch einfach irgendwo besser unter Kontrolle halten als in meiner Jackentasche. Entfleuchen werden. An deine Schatztruhe werde ich nicht dürfen, oder? Nein. Okay. Wo geht's hier nochmal lang? In den Dschungel. Alles klar. Threepwood. Wow! Dieses Geisterbinden muss mir zu Kopf gestiegen sein. Hallo, Guybrush. Ah, das kannst du also auch? Tut mir leid, aber ich muss meinen Aufenthaltsort immer noch verheimlichen und durch die Geschöpfe von Mutter Natur kommunizieren. Ausgerechnet durch eine tote Seemöwe? Der perfekte Ort, um unbemerkt zu bleiben. Ich will ja nichts sagen, aber fliegen zu können wäre doch echt ganz praktisch. Wo bin ich hier überhaupt? Ich fühle mich wie nächster Halt Zombie. Die Wiedererweckung von Leichen ist dir nicht fremd. Du bist jetzt vertraut mit der Gestalt, die LeChuck so gut kannte. Das heißt, ich bin ein Zombie. Solchen Zuständen Namen zu geben, ist Torheit im Reiche des Voodoos. Ich bin ein Zombie. Wenn du darauf bestehst. Gibt es etwas, das ich über das Zombie-Dasein wissen sollte? Kennst du dich aus mit Zombies? Deine wahre Gestalt ist nicht verloren. Ah, endlich kommst du zur Sache. Aber eine solch mächtige Wiedererweckung liegt jenseits aller Voodoo-Künste. Dazu braucht es etwas ganz besonders Seltenes. Oh, einen vierköpfigen Affen? Ich fürchte, das weiß ich auch nicht. Der Geist muss dazu gebracht werden, sich selbst wieder einzusetzen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ich komme gar nicht über diese tote Seemöwe hinweg. Lass dir gesagt sein, dass es im Leben oftmals nicht auf den Ursprung der Botschaft ankommt, sondern auf die Botschaft selbst. Aber das ist doch eklig. Du hast inzwischen sicher mitbekommen, dass Elaine die Dämonenbraut von LeChuck werden soll. Die Wege deiner Frau sind unergründlich, geebnet von unbekannten Mächten. Sie ist ganz schön gemeingefährlich. Da gebe ich dir ausnahmsweise mal recht, Threepwood. Abgesehen davon, dass sie sich auf die Seite meines Erzfeindes geschlagen hat, weiß ich ihre Frechheiten für gewöhnlich zu schätzen. Sei vorsichtig, Guybrush. Du musst deine eigenen Entscheidungen treffen. Denn Elaine hat kein Vertrauen in die Kunst des Voodoos. Deine Kunst des Voodoos hat mich zuletzt ganz schön in die Bredouille gebracht. Ebbe und Flut der Gezeiten unseres Leids können nicht gesteuert werden. Warum tust du mir das an? Was habe ich getan, dass du so sauer bist? Ich bin nicht deine Feindin, Threepwood. Im Gegenteil. Ich habe dich vermutlich vor dir selbst gerettet. Genau. Sag das mal meinem Wackelpudding von Körper hier. Seitdem LeChuck an dein Tagebuch gekommen ist, hat er es richtig auf dich abgesehen. Dieser gefürchtete Pirat LeChuck ist grobschlächtig. Das solltest du wissen, Guybrush. Auf Flotsam war er jedoch ziemlich überzeugt davon, dass du böse bist. Und was hat sich damals auf Flotsam noch alles zugetragen? Hat er nicht dich und deine Freundin Morgan Le Fay kaltblütig dahingemeuchelt? LeChuck ist wahnsinnig wie eh und je. Er kann nichts für seinen Zorn auf dich oder mich.
Das ist uns bekannt und liegt jenseits seiner Kontrolle. Du meinst also, LeChuck kann einfach nicht aus seiner Haut? Genau. Na, ist klar. Ich habe eine halbwegs Voodoo-bezogene Frage. Als ich den Scheideweg geöffnet hatte, konnte ich hindurchschlüpfen, morgen aber nicht. Wie kommt das? Womöglich besitzt du noch irgendeine Art Verbindung zur materiellen Welt, an der du hängst. Du meinst meinen seidenen Faden des Lebens? Das heißt, LeChucks Leben hing auch noch an einem seidenen Faden, als er starb. Schon möglich. Aber wer weiß, ob dieser Faden sein eigener war. Wieso sollte ich dir das abnehmen? Niemand zwingt dich dazu. Ich verschwinde dann mal wieder. Wow, wow, das musst du nicht. Ich habe alles gesagt, was ich im Moment sagen kann. Viel Glück, Guybrush. Lass dich nicht von den Mächten des Unbills oder durch die Dummheit anderer von deinem Weg abbringen. Warte! Natürlich. Ich glaube dir! Ach, Mann! Auf Wiedersehen, Voodoo Lady. Und ich sage hier auch an dieser Stelle erstmal auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, lasst mir ein Like und Kommentar da. Und dann bis zum nächsten Mal halt. Tschüss.